Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im März 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Für euch kann der Monat ziemlich prickelnd werden. Besonders Schütze-Singles können sich wunderbar verlieben und sind voller erotischer Energie. Die Aspekte der zweiten Monatshälfte sind etwas kompliziert und was das bedeutet, erfahrt ihr gleich. Wenn ihr eine persönliche Beratung bei mir braucht, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden. Schaut doch da einfach mal auf meiner Homepage vorbei, da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. In der Verlosung gibt es noch einmal eins meiner Jahreshoroskopbücher zu gewinnen und mehr dazu erfahrt ihr am Ende des Videos. Euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im März weiterhin gilt für euch, den habe ich im ersten Teil des Jahreshoroskops ausführlich gedeutet und den könnt ihr auch im Buch nachschlagen. Da findet ihr auch die Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte auf ihre Sonne empfangen. Daran hat sich jetzt im März erstmal nichts geändert, nur der Uranus ist etwas weiter gewandert. Der Genialitätsplanet inspiriert im März ganz besonders die Geburtstagskinder vom 17. bis 21. Dezember mit seinem günstigen Aspekt. Jetzt schauen wir uns eure aktuellen Konstellationen an. Der Mars geht noch bis zum 17. März durch die dritte Dekade eures Zeichens und löst sich nun langsam aus der Spannung zur Venus. Die steht zusammen mit dem Merkur, der Sonne und dem Neptun in den Fischen und bildet Spannungsaspekte zu eurem Sternzeichen, vor allem für die zweite und die dritte Dekade. Und das Ganze spielt sich hier im vierten Sonnenhaus der Familie ab. Das heißt, es herrscht wahrscheinlich weiterhin ein Kommen und Gehen bei euch zu Hause. Und je nachdem, womit ihr gerade beschäftigt seid, kann euch das auch ein bisschen auf die Nerven gehen. In der Nacht zum 2. März haben wir einen Vollmond, der dieses Thema nochmal beleuchtet. Die Familie und euer Zuhause fordern euch, während ihr euch gerne mit euch selbst beschäftigen möchtet. Doch diese Energie ändert sich bald. Am 6. März geht der Merkur ins Zeichen Widder, gefolgt von der Venus am 7. März. Und dann stehen diese Planeten günstig zu eurer Sonne für den Rest des Monats und in eurem fünften Sonnenhaus der Lebensfreude. Das ist erstmal eine gute Nachricht, denn das bedeutet Spaß, Spiel und Sport und Sex, so ziemlich die Lieblingsbeschäftigungen der Schützegeborenen. Der 8. und 9. März sind dann auch Top-Tage für euch. Ihr habt Lust auf Erotik und Abenteuer und Schütze-Singles werden in diesen Tagen bestimmt viel Spaß haben und Gelegenheiten zum Flirten bekommen. Ab dem 11. März wird die kosmische Stimmung insgesamt etwas gereizter und Liebesangelegenheiten können allerhand Fallstricke und Verwicklungen mit sich bringen. Da müsst ihr dann ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht in eine Situation hineingeratet, bei der ihr aus Versehen die Gefühle anderer verletzt. Noch steht ja auch der Mars in eurem Zeichen und verleitet besonders die Geborenen der dritten Dekade dazu, forsch und sexy aufzutreten und sich etwas rücksichtslos zu nehmen, was sie wollen. Die Aspekte können auch schwierige finanzielle Situationen anzeigen, zum Beispiel, weil ihr euch einen teuren Wunsch erfüllt und dann stellt sich heraus, dass es ein Loch in euer Budget reißt. Und euer Partner schimpft dann mit euch. Das wäre so ein Szenario mit diesem Planeten. Eure spontane Lust und kreativen Einfälle stoßen also auf Begrenzungen finanzieller oder auch persönlicher Art durch den Partner oder andere Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Ihr fahrt am besten, wenn ihr nicht direkt spontan Entscheidungen trefft, die sich schwer wieder rückgängig machen lassen, sondern wenn ihr erstmal eine Nacht drüber schlaft und überlegt, was die Konsequenzen eurer Aktionen sein könnten. Wenn jeder ein bisschen achtsam ist, dann gehört ihr noch zu denjenigen, die im März richtig Spaß haben können. Falls euer Partner Widder, Steinbock, Krebs oder Waage ist, müsst ihr besonders aufpassen, dass ihr nicht einen auf den Deckel kriegt, wenn ihr euch scheinbar harmlosen Vergnügungen hingebt, die eurem Partner irgendwie nicht gefallen. Der Neumond am 17. März findet im Zeichen Fische statt und auch wieder in eurem vierten Sonnenhaus der Familie. Falls ihr euch Heilung und Erkenntnis für eine Familiensituation oder eine Entscheidung, zum Beispiel über einen Umzug, wünscht, könnt ihr die Neumond-Meditation dafür nutzen. Am gleichen Tag, später abends, verlässt der Mars euer Zeichen und wechselt in den Steinbock. Damit verstärkt er nochmal die Tendenz, dass ihr durch euer Streben nach Vergnügen und Lebensfreude jemand anderen vor den Kopf stoßt oder finanziell über eure Grenzen geht. Die Aspekte können euch wirklich dazu verführen, euch mit dem Geld zu übernehmen, weil ihr irgendwas unbedingt haben wollt.
Wobei die Schützen ja meistens gar nicht so materiell eingestellt sind. Vielleicht ist es auch eine Reise, die ihr unbedingt unternehmen wollt und finanzieren wollt. Oder ihr wollt in ein Kreativprojekt investieren. Im Jahreshoroskop habe ich euch erläutert, was es bedeutet, dass ihr jetzt Saturn im Geldhaus habt. Das könnt ihr euch ja nochmal anschauen oder im Buch nachlesen. Kurz gesagt, ihr müsst Verantwortung für eure finanzielle Lage übernehmen und langfristig denken. Und da werdet ihr im März ganz schön auf die Probe gestellt. Am 20. März um 17.15 Uhr ist Frühlingsanfang, dann geht die Sonne ins Zeichen Widder. Danach habt ihr für 4 Wochen eine schöne, vitale Energie in eurem Sonnenhaus der Lebensfreude. Und das ist auch wieder super für eure kreativen Projekte, für sportliche Aktivitäten und natürlich für Sex und Erotik. Nur eben im März haben wir weiterhin diese ganzen Spannungsaspekte. Und ihr dürft eben nicht nur an euch selbst und euer eigenes Vergnügen denken, sondern müsst im Hinterkopf haben, was eure Aktionen für Konsequenzen haben könnten. Ab dem 23. März müsst ihr noch mehr aufpassen, was ihr finanziell unternehmt, denn dann wird der Merkur rückläufig und Verträge stehen dann nicht mehr unter guten Sternen. Und eine finanzielle Transaktion ist halt auch ein Vertrag. Und diese Phase, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, dauert bis zum 15. April. Und rund um den 28. lauft ihr nochmal Gefahr, euch zum Beispiel zu einem spontanen Liebesabenteuer hinreißen zu lassen, das für Aufruhr in eurem Beziehungsleben sorgen kann. Für die Singles stehen die Sterne allerdings super, solange sie achtsam mit den Gefühlen anderer umgehen. Dann werden sie sehr viel Spaß haben. So ist zum Beispiel der 27. März ein Top-Tag für Singles. Einfach super, um jemanden kennenzulernen. Falls ihr also in den Osterferien auf Reisen geht, haltet die Augen offen. Am Ostersamstag, den 31. März, haben wir nochmal einen recht heftigen Vollmond und auch der kann euch nochmal verführen, etwas Unbedachtes, Erotisches zu tun. Aber er steht so schön zur Schützesonne, dass ich euch dafür trotzdem einen Top-Tag geben würde, solange ihr respektvoll mit den Gefühlen anderer umgeht. Das waren eure Konstellationen im März. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, da können wir uns zum Beispiel auch eure finanziellen und gesundheitlichen Tendenzen anschauen, dann schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 6. April um 17 Uhr. Der Workshop Saturn-Probleme heilen ist super gelaufen. Wenn ihr das Webinar verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass ich im nächsten Monat wieder eins meiner Sternzeichen-Kolliers verlosen werde. Wenn ihr eins bestellen wollt, dann findet ihr den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und da schreibe ich euch auch nochmal alle anderen Links zu meinen Produkten und Angeboten rein. Ja, und in der Verlosung könnt ihr diesmal nochmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher gewinnen. Das Jahr ist ja noch frisch, das lohnt sich also noch. Und da drin findet ihr dann euren Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und alle wichtigen Daten und Zahlen des Jahres. Natürlich könnt ihr das Buch auch bestellen, als gedrucktes Buch oder E-Book. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. In Teil 1 eures Jahreshoroskops findet ihr euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im März gilt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt's auch in meinen Video-Specials. Schaut doch nochmal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.